Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute auf den neuen Song von Firat und zwar nicht da, Freunde. Ganz kurz, bevor wir reinstarten, ein Blick in die Kommentare. Und zwar haben wir hier schon, stolze 113.000. Davon waren schon irgendwie 100.000, bevor der Song rauskam. Interessant, Freunde. Wild, wild, wild auf jeden Fall. Wir starten rein in die Reaction hier. Lass gerne ein Abo da und let's go. Also was auf jeden Fall auch sehr krass werden wird, denke ich mal, ist das Video von Gordienko. Grüße gehen raus. Habe ich auch bei Instagram schon bei ihm gesehen in der Story, wie die das halt gedreht haben. Also sah schon nicht schlecht aus. Deine Haare auf dem Kissen, aber du bist nicht mehr da. Deiner Name dick wie Sono Nakadar. Hatte dir versprochen, für dich geh ich bis ins Grab. Na, da geht's los. Okay, also die Effekte sind auf jeden Fall nice, ja, wie die sich hier einfach auflöst. Ansonsten, was ich halt auch geil fand, schon, wie gesagt, was ich schon bei Insta gesehen hatte, jetzt spulen wir hier wieder ganz an den Anfang, hier mit diesem Bett einfach in diesem, ja, Wald. Aber ist wirklich eine geile Idee, muss man schon sagen. Aber du bist nicht mehr da, dein Name dick wie Sono Nakadar. Hatte dir versprochen, für dich geh ich bis ins Grab. Na, da geht's du kadar zaman. Alles, was du sagtest, ist noch in meinem Ohr. Ich dachte, es wäre für immer und dann hab ich dich verloren. Kann mich noch erinnern, Babe, an jedes leere Wort. Als du kamst wie neu geboren, als du gingst, war es wie Mord. Du hast immer so getan, als wärst du für... Okay, Übergang in den Part haben wir auch schon gehört. Ich muss halt wirklich sagen, bei ihm, man merkt, wie er sich halt wirklich immer verbessert. Also jetzt scheiß mal drauf, was mit irgendwelchen Kommentaren und irgendwas ist, ja. Egal jetzt mal, aber wirklich vom Musikalischen her, wenn man sich so anschaut, ich kenne damals den Song mit Tommy, Baby hieß der, und der war musikalisch jetzt nicht unbedingt das Beste. Das muss man ganz einfach sagen, so, ja, wer es nicht kennt, hört es euch einfach mal an. Und wenn man dann das vergleicht mit dem Song zum Beispiel hier, dann muss man sagen, egal, was der Typ irgendwie macht oder gemacht hat oder, ja, wie gesagt, ne, aber an sich vom Song her, ist es schon eine krasse Verbesserung, klingt schon. Für mich da, heute bleibst du nur Vergangenheit, nie wieder mein Name. 100.000 Stücke sind zerbrochen wie ein Glas. Nie wieder hoffen, denn das war's. Nie gerne Banner küssen. Canım benim ne zaman seni üzdüm. Okay, Drohnenaufnahme auch mit dabei. Sieht auch geil aus hier auf diesem Feld. Also Video, wie gesagt, finde ich echt richtig, richtig nice hier. Diese Party-Location vorhin auch. Die wird wahrscheinlich eh gleich nochmal seni üzdüm. Benim kalbim sana yanık düştü. Ja, du bist der Grund, weshalb ich flüchte. War auch geil, mit der Drohne oben so von den Bäumen runterfliegen. Und dann, wo er halt eben auf diesem Bett liegt. Sieht auch richtig geil aus. Zum Galiba, dayanamadık bir sonuna kadar. Eşe yolunda fazla takma kafana. Ne ara geçti o kadar zaman. Was ich halt auch cool finde, zum Beispiel hier, wenn man drauf achtet, dann hat man halt hier so, ja, unscharfe Dinger hier, so Grashelme halt, ihr wisst, was ich meine, ja. Ist auch nice, der Fokus halt ganz normal auf ihm und halt, ja, der Vordergrund unscharf. Nice Sache auf jeden Fall. Also wie gesagt, vom Video finde ich sehr, sehr geil. Ich würde sogar sagen, von den ganzen Videos, und ich kenne eigentlich jedes, glaube ich, was Gordienko gefilmt hat, würde ich sogar behaupten, dass es wirklich eins der besten ist. Also gefällt mir zumindest mit am besten. Na, da geht's dir auch gerade als Mann. Deine Haare auf dem Kissen, aber du bist nicht mehr da. Tausende Geschichten, ich erinnere mich nochmal. Hatte dir versprochen, für dich gehe ich bis ins Grab. Doch leider bist du nicht. Wen er jetzt natürlich meint mit dem Song, das ist wieder schwer. Wieder schwer zu sagen. Kann ich natürlich nicht wissen, weiß nur er. Oder ob es halt überhaupt eine Bedeutung hat, das stellt. Also die Frage stelle ich mir dann halt. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mehr die du warst. Du hast 100-mal gelogen, ich dich 100-mal erwischt. Hast die ganze Zeit geglaubt, ich hätte gar nichts mitgekriegt. Ja, ja, ich war auf still, doch du dachtest, ich wär blind. Hatte mich in dich verliebt, doch in welches... Weißt du, das Ding ist halt einfach, und ihr wisst es, ne, ich bin wirklich ehrlich, also es ist mir scheißegal, was Firat oder so von mir hält nach meiner Reaktion, aber ich muss wirklich sagen, ich habe, sag ich mal, ein paar Videos und ein paar Sachen gesehen und es tut mir leid, aber ich sag das ganz ehrlich, ich kaufe ihm wirklich manches in dem Text einfach nicht ab, ja, also wie gesagt, ist mir egal auch, wie das jetzt die Reaktion ankommt oder so, aber ich verbieg mich da nicht für irgendjemanden und teilweise, wie gesagt, ich bezweifle dann oder zweifle schon sehr stark an, dass der Text irgendeine Bedeutung hat. Wenn er wirklich eine Bedeutung hat, dann, ja, kann ich es wirklich nicht, also wirklich nicht ernst nehmen.
Muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich. Vielleicht sterbe ich beim Versuch, doch ich greif nach den Sternen auf 1 Stunde in meinen Schuhen und danach weißt du auch mehr. Dachtest du aus deiner Sicht, diesen anderen nichts wert, aber nur damit du weißt, du hast keinen Platz in meinem Herz. Brach meine Prinzipien, wollt dein letztes Mal vertrauen. Du hast mir bewiesen, vertrau niemals einer Frau. Aber trotzdem muss ich sagen, musikalisch schon so finde ich's gut. Also, wie gesagt, ne, der Song an sich ist nice. Wenn man jetzt nicht drauf achtet, was irgendwie passiert ist und so und dass es halt einfach nicht zusammenpasst. Ja, aber wie gesagt, es geht ja auch hauptsächlich irgendwo ums Musikalische und so. Deswegen, wenn man jetzt immer drauf achtet, ob der Text und alles so passt, dann glaube ich, dann wird man bei anderen Rappern auch eher wahrscheinlich das Gegenteil bemerken. Aber an sich, ja, rein musikalisch ist es stabil. Wir sind verschieden, hab es wieder mal versaut. Keine Liebe, du verdienst einen Applaus. Ja, nur noch zu großen Gideos und Galiba. Deine Name hat bis so ein Akadar. Eche Jorunda, versaut hat man Kafana. Ne Ara, geht Stuka, da Saman. Deine Haare auf dem Kissen, aber du bist nicht mehr da. Tausende Geschichten, ich erinnere mich nochmal. Hatte dir versprochen, für dich geh ich bis ins Grab. Doch leider bist du nicht mehr die, die du warst. Dann weiß man jetzt, wer damit gemeint war. Also der andere Song hier, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der her ist. Wo war das jetzt hier? Wenn wir, also das ist jetzt das Easter Egg sozusagen davon. Ich bin auch schon gespannt auf gewisse Videos von gewissen Leuten, was die da wieder dazu sagen werden. Ich will nur gucken, der Song ist 1 Monat her. Ist das nicht länger her? Okay. Ja, dann ist, so wie ich das jetzt verstehe und interpretieren würde, auf jeden Fall der Song an seine Ex gerichtet. Ja, also wie gesagt, ich kann es halt inhaltlich nicht ernst nehmen. Musikalisch finde ich es trotzdem gut und er hat sich sehr gut verbessert und weiterentwickelt, wenn man das mit damals vergleicht. Und ich glaube, das ist, ja, das, was man am Ende dazu sagen kann. Videomäßig sehr, sehr gut. Also wirklich Props an Gordienko. Richtig geiles Video. Okay, so wie dazu, wir gucken einmal, wir haben hier wie gesagt gerade 113.000 Kommentare, es ist hoffnungslos hier Kommentare zu schreiben, da es eh keiner sieht. Gut, ist eventuell möglich und wir gucken mal, wie viel haben wir jetzt, ich sag 115. Oh, 114, Mann, hätte ich doch mal nicht 115, sondern 114 gesagt. Egal, Freunde, das war's mit dieser Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt das ist, was viele Leute hören wollen. Mir ist das eigentlich egal, Freunde. Lasst ein Like und ein Abo da, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich dann erst morgen wieder mit der nächsten Reaction. Ich denke, ich nehme aber noch ein paar auf für morgen und ja, mal gucken. Bis dahin, Freunde, ciao.